Müssen wir ein bisschen aufpassen bei den Dingern. Da erwischt einen doch nochmal einen Hieb, wenn man auch selber schon eigentlich zum Todesstoß ausgeholt hatte. Also lieber ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen mehr Schild, bevor man noch einen komplett unnötigen Treffer kassiert. So, und nächster Sicherungspunkt. Und schauen wir mal. Ja, dich wollte ich. Ah, da unten ist noch irgendwas Interessantes, glaube ich, oder? Ne, da ist noch ein Durchgang. Und Gegner. Aber jetzt keine Gegner mehr. Also gehen wir jetzt hier drauf und was zum kaputt machen. Ihr wisst, was das bedeutet. Komplettes Versagen meinerseits bedeutet das mal wieder. So, das wollte ich. Da, interessant. Guck mal. Erfahrungspunkte. Ja. 44 von 50 haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch alle schaffen hier. Da ich ja schon ein bisschen voreilig runtergesprungen bin da vorhin. Und Gegner. So, ich will erstmal diesen Bogenschützen hier loswerden, bevor das zu viele werden. Guck mal, da stehen wir doch. Hoppala. Habe ich mich in meinen eigenen Rat gerade mit etwas mehr Schild, anstatt unnötigen Treffer zu kassieren, nicht gehalten. Und schon seht ihr, was passiert ist. So, und den Bogenschützen schießen wir jetzt hier von seinem hohen Ross erstmal runter. So, und was war's mit dir? Schauen wir mal. Da oben geht's bestimmt weiter. Und hier unten. Hier geht's auch weiter. Gehen wir erstmal nach da oben. Und lassen uns schön mitnehmen. Auf der wilden Fahrt. Und hier. Ach ja, ihr seht mal, ein alternativer Weg. Holen wir uns doch alles hier. Nein! Ah, ich dachte schon, ich wäre jetzt wieder hier in die Stacheln gefallen. Hätte ich auch verdient gehabt. So. Ach, von wegen alternativer Weg. Wäre wahrscheinlich der einzige Weg gewesen. Und da war wieder ein Sicherungspunkt. Und wieder meine Lieblingsart von Falle. Weil ich da immer so gut mit zurechtkomme. So. Das hat sogar überraschenderweise funktioniert. So. Oh, muss man ganz kurz die linke Hand ausschütteln. So. Und jetzt schnell. Ah. Halt an. Komm zurück zu Papi. Jetzt. So. Das war wieder zu lang. Ich will doch nur nach da links hoch. Bitte. Nein. Warte. Jetzt. Na also. Bin ich gut oder bin ich gut? Ach so, ist das jetzt hier der Hauptweg? Das ist der Hauptweg. Sagt nix. Ja, ich gehe nochmal zurück, weil, guck mal hier, Erfahrungspunkt. Man sollte erstmal doch ein bisschen rumschnüffeln, bevor man... Ah, so kann ich das Ding auch anhalten. Geschickt. Und hier? Hier, nee, da, aber da war Erfahrungspunkt. Jetzt lass mich mal was probieren. Wenn da oben Stacheln sind, kann ich dann das da irgendwie nicht, auf jeden Fall nicht aus der... Na, was will ich sagen? Nicht aus dem Bildschirm herausschieben, die Kiste. Aber jetzt vielleicht? Kiste? Schnell! Ja, hat funktioniert. So, jetzt haben wir nämlich hier die Stacheln entschärft, indem wir da die Kiste draufgepackt haben. Komm, dreh dich. So, jetzt. Und da haben wir die Erfahrungsviole. So, jetzt haben wir eine neue Stufe erreicht. Jetzt können wir mit I das Inventar öffnen. Und Erfahrungspunkte verteilen. Jeder hat einen Erfahrungspunkt. Und wir können hier unten noch Sedanix verteilen. Wir können einfach hier dazugeben. Jetzt geben wir hier mal noch einen Punkt drauf.
Jetzt können wir zwei Kisten, warte, da unten steht's. Zwei Kisten gleichzeitig beschwören. Und zwei Pfeile gleichzeitig abschießen. Ach, die braucht zwei Erfahrungspunkte, also können wir Zoja keine Fähigkeit geben. Und Pontius gibt dem Ritter eine 5% Chance, Gegner schwer zu treffen und dreifachen Schaden zu verursachen. Ist doch ordentlich. 5% sind zwar nicht viel, aber wir nehmen es natürlich gerne. So, und jetzt machen wir wieder unseren Sprung, den ich wieder versiebt habe. Aber ich werde noch Profi in dem Sprung. Achso, jetzt wollte ich eigentlich wieder Amadeus nehmen. Na komm, na komm, na komm. Sehr gut. So, jetzt hier wieder beschweren, dass wir da hochkommen. Und jetzt schnell. So, jetzt. Einfach nur zu lang gewartet und dann zu steil geworden, das Ding hier. Und schon wieder Gegner. Und das, die ganze Karte, hat, der ganze Bildschirm hat gerade gewackelt. Achso, jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum ich keine zwei Pfeile habe, aber das war hier das Problem mit diesen zwei Erfahrungspunkten, die das kostet. Ach komm, so geht es ein bisschen schneller. Zumindest bis die Zoja mal stärker ist. Und Speicherpunkt. Und was haben wir jetzt hier? Okay. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ja, das funktioniert so, wie ich denke. Aber dann können wir hier mit Amadeus der Schwerkraft entgegenwirken. Entgegenwirken, nicht zusätzlich helfen. So, ach, da muss ich es packen ein bisschen. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie schnell noch eine Kiste? Genau, und die Kiste ist nämlich schwerer als Amadeus. Und dann nochmal eine kleine Kiste rein. Und dann wieder runterfallen. Ne, nicht runterfallen. So. Ach ja, genau, diese 50 Erfahrungsviolen, das hatte nichts mit dem Level zu tun. Sondern das ist immer... Also nichts mit diesem Level, sondern mit unserem Level. Also alle 50 Erfahrungsviolen haben unsere Leute hier einen Aufstieg. Und wir haben gerade fast alles Mana verbraucht, sehe ich. Also müssen wir Amadeus jetzt mal ein bisschen schonen. Apropos Amadeus schon. Mana! Und was? Ach, oh, da steht ein Skelett. Na du Sau, komm her. Dich mache ich doch fertig. Mit links. Na, wobei eher mit rechts, weil da habe ich das Schwert. Mit links halte ich dich auf, mit rechts mache ich dich fertig. So, jetzt möchte ich gerne da hoch irgendwie. Ja, da ist viel Holz, da kann ich mich festhalten. Und gleich verhaken. So. Und... Ne, ich kann nur so hochschießen. Dann die Kiste werfe ich einfach mal aus dem Weg. Was eine komplett schlechte Idee war. Da hoch will ich. Naja, kommt schon. Machen wir es anders. Zeichnen schnell eine Kiste. Und holen uns diese Erfahrungsviole. Und so. Da schwebt wieder eine riesige Eisenfaust über einer wackeligen Holzbrücke. Huh? Ah, ich dachte, das reißt vielleicht, wenn ich da das Gewicht drauf gebe. Tut's aber wohl nicht. Aber irgendwie kriegen wir das Ding jetzt zum Reißen. Na komm, fall runter, Skelett. Hui, hui, tadam. Na, hat es sich wenigstens geteilt vor Freude. Da unten ist eine Kiste, seht ihr das? Und die will ich unbedingt haben. Das heißt, ich werde jetzt einen Weg finden, da runterzukommen. Hüp. So, dann haben wir hier einen Wagen, den wir rüberschieben können. Und guckst du an. Nein! So. Jetzt drehen wir das Ding hier nochmal. Und versuchen wieder auf unser Wägelchen da oben zu kommen. Schaffen wir das jetzt überhaupt noch? Jetzt muss ich den zuerst mal wieder zurückschieben, den ganzen Wagen hier. Und jetzt wird ein bisschen warten, bis wir da wieder hochhüpfen können. Zum Beispiel jetzt. Nee. Kann ich mich da irgendwo festholzen oder sowas?
Nee, gut, dann probieren wir es einfach jetzt nochmal. Und jetzt hat es funktioniert. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal ein bisschen mit mehr ruhig und Gemach und Vorsicht, Kollege, Vorsicht. So, jetzt hat. Sauber. Und jetzt schauen wir. Da waren noch Skelette. Jetzt schauen wir aber trotzdem mal, was wir Schönes gefunden haben. Bevor wir 2, 3, 4 auf den Latz kriegen. Okay, also doch nicht nachgucken, sondern austeilen. Ach, da stand ja noch. Jetzt gucken wir mal in die Truhe rein. Unsere erste Schatztruhe. Ring der Zaubersprüche. Und erhöht leicht die maximale Energie des Trägers. Gut, die geben wir definitiv nicht Pontius, sondern drücken wir hier Amadeus, dem Großartigen, in die Hand. Der freut sich. So ein Zauberring kommt bestimmt auch gut bei den Frauen. Dafür tut er ja mal alles. Da kam aber ganz schön angerannt hier. Schauen wir, ob wir da unten noch ein paar Übeltäter haben. So, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Dann müssen wir da das lustige Wippenspiel spielen. Ich nehme mal Zoja, im Fall wir uns Notgreif haken müssen irgendwo. Aber sah gut aus. So, hier oben gibt es, glaube ich, sonst nichts weiter. Dann gehen wir wieder runter. Und gehen eine Runde baden. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Trine befreien könnte. So, wir sind jetzt schon ein Stückchen gewandert auf der Karte. Von hier, von der Astralakademie, sind wir jetzt schon bis zu den Vulvercoat-Katakomben gekommen. Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Haha! Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen. Folgt mir! Ja, da muss sich jemand wohl ein bisschen was kompensieren hier mit seinem tollen Schwert. Wir wollen ja nichts Böses sagen. Ist ja lustig, der liebe Pontius. So. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück. Und erkunden natürlich auch den anderen Weg. Geht's da unten durch? Ne, da ist Ende. So, weil hier konnte ich mich ja festhaken. Und hoppala. Irgendwie da will ich jetzt hochkommen. Okay, das Ding bewegt sich ganz schön weit. Warum hat sich das jetzt so weit bewegt? Kann mir das mal jemand erklären? Sagt's mir doch. Kannst du es mir sagen? Nein. Wie könnte ich da rüberkommen? Wenn ich jetzt hüpfe, dann nein. Und wenn ich uns hier einen Turm baue. So. Weil es sieht nämlich so aus, als ob ich das hier einfach kaputt schlagen kann, wieder mal. So, perfekte Maßarbeit. Und jetzt hüpfe ich einfach dran und schaffe das auch noch. Jawohl. Und du bist doch ein Holzbalken. So. Nee. Jetzt wollte ich mich hier noch irgendwie ein bisschen zurückschwingen. An das ganze Ding. Kann ich mich hier irgendwo anders noch festhaken? Nee. Kann ich dich vielleicht abschießen? Wenn ich treffen würde? Nee, es sah nicht so aus, oder? Noch ein bisschen höher? Nee. Okay. Dann probieren wir doch nochmal die Hangel- und Überschlagmethode.
So, geschafft. Und natürlich genau wieder die Stacheln mitgenommen, die eigentlich keine Gefahr darstellen würden. So. Bogenschütze. Who's your daddy? Und nochmal. Mist. Hat er mich erwischt. Das waren 3 Energiefiolen. Auch nicht schlecht. So. Und schnell vorbei. Jetzt machen wir da unten bestimmt gleich das Ding auf. Genau. Da will ich aber noch nicht hin, weil da oben rechts war nochmal eine Erfahrungsfiolie. Das ist ja vor allem gemein, dass die während den Cutscenes weiterlaufen können, die Skelette. Und es dann angreifen. So. Probieren wir es nochmal. Wie könnte ich jetzt hier hochkommen? So ist schon mal nicht schlecht. Wow. Das ist riskant, Leute. Aber springen und geschafft. Das war mehr Glück als Verstand, aber wir nehmen es natürlich trotzdem. Wenn wir schon so angeboten bekommen. So, das Ding hier wissen wir mittlerweile schon, wie wir das behandeln müssen. So, der hat sich auch erledigt. Können wir das hier jetzt noch... Oh. Komm. So, jetzt wollte ich das aber hier mal ganz umdrehen und gucken, ob es da irgendwas Neues ermöglicht, aber... Nö, nicht wirklich. So. Schauen wir erstmal hier unten.